So, der Schilling meldet sich zur Welt von Drakensang Online mit der nächsten, nämlich der dritten Herausforderung. Und ich muss mir hier noch kurzerhand einen Zugang abholen. Ich dachte jetzt schon, ich muss das Video dann solo machen. Aber nö, da hat sich noch ein netter Drachenkrieger gefunden. So, Moment mal, ich muss erstmal hier rein und danach... So. Immer schön alles einrichten, man kennt das ja. Genau. Sollte passen. Es ist die Herausforderung. 3 von 4 da. Dafür braucht man 1050 vom Fortschritt, von diesen Eiern der Herausforderung. Ich war hier ein paar Mal drin. Einmal habe ich den Knopf vergessen. Leute, wie kann das nur passieren? So. Und genau. So. Der Tag ist schon fast zu Ende. Ich wollte aber heute noch ein paar Runs machen. Sind aber wohl schon alle im Bettchen, denn es ist unter der Woche und da kann man das verstehen. Deshalb, ich habe gesagt, Sargon, Gnob und Dragan hätte ich gerne. Das ist so meine Runde, die ich mache. Da sollte man immer die Zugänge haben. Zur Not einmal Heredur extra. Also. Umhang. Ah, den Drachen habe ich nicht gesehen. Umhangtechnisch sieht es bei mir 7 von 16 oder so. Aber ich war noch so gut wie nie bei Dragan auf normal. Und von daher... So, dann beschwöre ich hier mal. Habe ich genügend davon? So, den Sargon. Denn den mache ich persönlich lieber. Ich weiß nicht, ob das auch der Grund bei den anderen Leuten ist, warum die den machen. Ich mache den persönlich lieber, weil der gibt nochmal was für die Quest ins Schattenreich. Und ja, die bekomme ich zwar im Leben nie fertig. Aber wer weiß, wir können auch beide dran stehen und jeder nimmt die Hälfte. Das ist auch nicht so schwer, das kann man auch machen. Das ist kein Thema. So, genau, ins Schattenreich 999 mal Dragan. Da bin ich bei 127 oder so. Das Problem ist, das eine Event habe ich nicht so durchgesuchtet. Bei einem Sargon-Event, da hat mal jeder von den Sargons gezählt. Also wer den ganz alten Sargon nicht kennt... Der hatte 4 Formen oder so. 3, die so aussehen wie der hier eben. Und eine Form, die so aussehen wie ein Schattenscherge. Nennt man die so? Diese, ja, wie auch immer. Und da hat jeder Kill gezählt mal bei einem von diesen Events. Und da haben das sogar manche fertig gemacht. Ich leider nicht. Jetzt wird die Quest ewig für mich hier im Quest-Log herumschwirren. Und bei jedem Event versuche ich noch ein paar... Sargon-Kills rauszuholen, aber jo, bis ich das dann bekomme mit Stufe 50 oder so, ist die Halskette sowieso nicht mehr zu gebrauchen. Sie ist jetzt nicht mal für mich zu gebrauchen, aber ja, man kennt mich ja. Ich bin Jäger und Sammler. Ich will... Nein, das ist nicht gut. Ich bin Jäger und Sammler. Ich will alles mal besitzen. Und haben, genau, so mal schauen, er droppt wieder den Zugang, 25 Eventfortschritt. Und das ist in Ordnung. So, dann bin ich bei 500 von 1050, genau. Halbzeit also in etwa. Bei dem Event geht es noch halbwegs, also da ist die Zeit durchaus machbar, aber das letzte wird dann nochmal so ein extra Stück obendrauf. Ich meine, ist ja nicht so, als ob das hier nicht lohnenswert wäre. Wie viele M4-Schlüssel habe ich noch für die Zugänge dann? 21, also 4 garantierte Zugänge habe ich dann nochmal und man muss so rechnen, ich hatte einen Gnob-Kill, da waren 4 M4-Schlüssel drin, von einem einzigen Gnob, das heißt, das ist schon fast wieder der Zugang. 5 Schlüssel sind ein garantierter Zugang. Und jo, Edelsteinbeutel, vorhin mit einer Gruppe, einer findet einen geschliffenen Rubin und ich so, ja gut, ich meine, habe ich gesagt, dass ich einen normalen Zyaniten draus geholt habe, aber geschliffener Rubin, Hammer. Hammer, Hammer, Hammer.
Würfel und Schuhe. Und das sind jetzt Schuhe mit 20% Run Speed, oder? Yo, 5%, fast 20. Man kann sich ja auch täuschen. Maestro, bitte die Musik. Man bringe mir die Musik. Nö. Bringt mir niemand. So, go. Ja, das ist immer die Sache. Ich mache hier ganz gerne die Mobs hier vorher noch, weil wenn man da reinläuft, das sind noch welche. Und die dann ohne Essenzen oder mit den normalen eben. Oh, egal, dann einfach direkt drauf. Oh, aber jetzt, ja, das war doof von mir. Mal wieder richtig gut mitgedacht. Richtig gut mitgedacht, dieser Schilling. Oh Mann, ey. Da habe ich echt Schläge verdient. Wusste ich nicht, dass wir hier so schnell gleich losstarten. Hab mir natürlich die Singu nicht aufgehoben. Ideal. Aber hier, ohne Musik, das macht mich irgendwie kirre. Keine Farbe, keine Musik. Ich meine, wo sind wir denn hier? Zwei Legis. Leute, sagt mir noch ein verdammtes Mal, dass sich der falsche Knob nicht lohnt. Zwei Legi, ein Beutel und ein Schlüssel. Hammerhart. Sagt mir nochmal, dass sich der nicht lohnt und ich raste aus. So. Plus 200%. Jawohl. Da weiß jemand Bescheid. Da weiß... Wops, was ist denn das für ein missgebildeter Smiley? Der hat es nicht ganz überlebt. Ein Fukushima-Smiley. Nein, über sowas macht man keine Witze. Das, finde ich, ist ein ernstes Thema. Und wow. Genau, finde ich nicht so toll. Also, dann noch Dragan mit dazu. Bei dem können wir gerne rot oder ich kann rot oder mal schauen. Es ist immer so die Sache mit der Agro, da muss man sich aufeinander abstimmen. Denn ansonsten zieht der eine Agro und der andere nicht. Oder wie auch immer. So, sorry, pures Chaos. Hier ein voller Umhang und drei noch nicht so volle. Mal schauen, ich bleib mal bei Blau, taste mich langsam heran. Aber nein, Lila für den sollte schon irgendwie, whoops, gehen. Oder auch nicht. Dann bleibe ich bei Blau vielleicht. Ah, mal schauen. Das werde ich schon irgendwie hier schaffen, ohne abzunippeln. Immer diese aggrozierenden 3K Goldstab. Magues, jawohl. Da ist es passiert. Maestro, man bringe mir den Seelenstein. Dankeschön. Sauber. 80 an der Mand gespart. Nein, 120 an der Mand gespart. Denn ich musste gar nichts zahlen, aber allgemein. Wir Spieler haben 80 an der Mand gespart. So, der hier, das ist nicht so schön. Jetzt wird er gleich aggro. Achtung. Jeden Moment macht er hier den Rage Mode an, jawohl, jetzt, ich weiß nicht, kannst du stehen bleiben? Kannst du den tanken? Ich meine, er hat den 1-Minuten-Buff eingeworfen. Da ist er praktisch ziemlich unverwundbar, aber trotzdem, das. Puh, wenn du den aushältst im Agro-Modus, dann keine Ahnung. Also doch lieber das Weite aufsuchen. Ich bin so schlau, ich bin so gut, so, ja, beste Noob Magoe. Ich stehe, ich höre meine Stimme noch vom letzten Video. Nicht in der Mitte stehen, Leute. Tank den nicht in der Mitte. Das dürft ihr nicht machen. In der Mitte ist der Laser. Und der Laser ist böse. Nein, jetzt habe ich noch einen Seelenstein. Doch, habe ich hier. Der Laser ist böse. Ihr dürft nicht beim Laser stehen. Denn der macht ganz viel. Habe ich dich nicht erwischt? Ich habe dich doch erwischt, oder? So, sorry. Nicht beim Laser stehen. Der Laser ist böse und jetzt machen wir es selbst. Mann, Mann, Mann. Aber, ups, nicht immer kann es runterlaufen. Die Konzentration sinkt. Oh, das sieht wohl so aus, als hätte ich auch direkt danach noch eine Gruppe für Hard. Das gefällt mir doch. Das ist doch ganz nett. So, wo ist er jetzt? Was macht er jetzt nochmal? Das war ja erst, dann verdammt, dann wird er jetzt den nächsten Laser beschwören. Dann haben wir jetzt vier
Laser. Laser ist auch ein Adjektiv. Du bist so richtige Laser. Auch, ja, keine Ahnung, kann man mit Hipster vergleichen. Du bist so richtig Laser, du bist so richtig Hipster. Nö, Hipster ist das Falsche, aber irgendwie so in der Art. Passt das schon. So, jetzt kommt ein Laser. Wow, was haben das für ein Lag? Das war der fette Schaden-Lag. So, jetzt voller Damage drauf. Komm, komm, komm. Jawohl. Und als Dank gibt's den Umhang. Nein, es gibt Helm und Schultern und 10 Draken. So. Helm, Schultern, 10. HS10. Hört sich an wie ein Fernsehsender. Ist aber keiner. Dann mal das grüne Zeug hier wegschmeißen. Mein Inventar, es ist einfach nur unfassbar hier. Mit den ganzen Dingen noch. Dann kommt noch was dazu. Also das ist jetzt das dritte dann. Das dritte Ei. Die dritte Truhe. Genau. Da kommt dann noch was ins Inventar, was dort bleiben muss. Aber gut. So, das heißt, mal schauen. Ich würde sagen, ich teleportiere mich jetzt zurück in die Stadt. Ich bedanke mich mal für diese Gruppe. Und ja, dann geht es auf jeden Fall nachher noch weiter. So, sauber. Nächste Gruppe direkt gefunden. Und zwar von Spank oder S-Bank. Und hier war noch ein schönes Plätzchen frei. Nabends. Und ich hole mir hier wieder einen Zugang. Fluchperle, 2 Draken, Fluchperle, Zugang. Roter Fluch, Splitter, also 1,1 Zugang, wenn man es so nimmt hier. Fluchperle, Draken. Und Draken, die stehen schon davor. Das heißt, ich muss nochmal raus und dann wieder rein. Werde aber jetzt flott hier öffnen. 2-mal Amulett vom Gnob eben. Nope. Und nochmal was. Nope. Obwohl 15 kritischer Schaden ist, ganz nett. Handschuhe. 4,7% Attack Speed. Ist auch in Ordnung. Also, ja. Wenn man nichts anderes hat, aber für mich jetzt nicht zu gebrauchen. So, und das ist alles, womit ich erstmal an Inventarplatz erleben muss. Ach man, ach man. So, rein da. Und einen neuen Run. Mal schauen, wie die das machen. Macht ja jeder anders. Bisschen so. Und genau, 2-mal drachenkriegerische Unterstützung habe ich hier an meiner Seite. Das ist doch mal schön. Man kann die Teile ja auch, das habe ich ganz vergessen, habe ich mit anderen gesprochen. Man kann die Teile ja auch mit Draken kaufen, die Zugänge. Also wer das möchte. Ist auf jeden Fall noch immer sinnvoller als das Hexenjäger-Set mit variablen Stats. Ganz ehrlich, da würde ich sogar solche Zugänge bevorzugen. Weil, boah, was ist das für eine Monsteransammlung hier? Ein Flashmob oder wie? Mob sogar irgendwie wortwörtlich. So, womit beginnen die? Mal schauen, ich laufe die einfach nach. Also, weil Gnob gibt einfach so eine fette Ausbeute und manche Leute haben da schon 30, 40, 50 Edelsteinbeutel gesammelt bei dem. In diesem Event. Die haben einfach ihre ganze Draken, gesamten Draken ausgegeben. Und sich darum Zugänge gekauft, den Gnob 100-mal abgefarmt und da kommen einfach relativ häufig große Edelsteinbeutel raus. Und wenn man bedenkt, dass da geschliffene Rubine drin sein können, da lässt sich schon farmen, wie im Schlaraffenland. So. Jo, was ist denn das jetzt Feines? Hammer. Du bist Hammer, wie du dich bewegst in Drakania. Das war nicht von schlechten Eltern. Ich hoffe, die nehmen auch Dragan mit. Denn Dragan brauche ich definitiv. Wenn nicht, dann mache ich den Solo. Das ist auch kein Thema. Das ist auch kein Thema. Dann ziehe ich wenigstens nicht immer die Agro und nerve die Drachenkrieger damit. So. Den Würfel nehme ich noch mit. Die Würfel sind gefallen. Das ist sogar gut so. Nein, nein, nein. Mann, ey. Unabsichtlich Singu verbraten. Ah, ich bin so ein Noob. Warum mache ich das immer hier? Vorher noch. Heieiei. Jo, 3, 2, 1. Ich tipp's schon mal rein. Die werden sich ärgern wegen ihrer Wut. Was soll's? Tut mir leid. Ich habe nicht mitgedacht. Mal wieder. So, der Wambo glaubt langsam wirklich, dass mein Drop-Bonus wirkt. Wie? Das wissen wir alle schon seit keine Ahnung wann. Mein Drop-Bonus ist real.
The Cake is a Lie stimmt nicht. Es gibt bei mir den fetten Bonus und zwar immer, überall und zu jeder Zeit, wenn ein Video läuft. Warum sonst finde ich häufig so viel? So, und wenn man vom Teufel spricht, nochmal so ein Beutel, ein Schlüssel und zwei Dietriche. So läuft es eben. So läuft es eben. Hier schaue ich direkt mal rein. Ach, drei habe ich davon. Onyx? Ja, zumindest offensiv. Das war ein Flop-Diamant. Und... Yes! Yes, 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 yes. Sorry dafür, da musste ich einfach mal... Keine Ahnung. Ich habe geklatscht für den Knob oder ich weiß nicht für wen. Aber das ist doch Hammer! Ein geschliffener Saphir. Yessa! Ja, ja, ja. So kann ein Tag enden. Das ist doch mal spitze. Komm, haust du ab hier. Geschliffener Saphir. Gegenwert irgendwie 6000. Hast du nicht gesehen. An der Mand. Ein offensiver Stein, den ich sehr gerne empfange mit offenen Armen. Jawohl. Definitiv mein Drop of the Day heute. Und dann auch noch den schweren Dragan hier. Hilft ja vielleicht 200% Bonus. Und so für den Umhang. Oder für 100 Draken. Oder für 1000 Draken. Ich will sie nur einmal in meinem Leben. Nö, wird schon noch kommen auf jeden Fall. Ich bin noch immer überwältigt von einem geschliffenen Saphir. Wenn mich nicht alles täuscht, habe ich sowas noch nie bekommen. Ein geschliffener Saphir. Ich überlege gerade. Ich habe schon ein paar Mal sowas wie einen normalen Onyx oder einen normalen Rubin gefunden. Also einen 5er Rubin. Einfach so gefunden, aber jetzt aus einem Edelsteinbeutel, die gab es ja auch schon häufiger bei Events, einen Saphir geschliffen? Nö, muss ich lügen? Ich weiß es nicht. Ich denke aber nicht, dass ich sowas schon mal gefunden habe. Tanken die den? Da bin ich ja mal gespannt. Jo, der tankt den einfach. Er hat Balls of Steel. Er bleibt beim Agro-Dragan stehen. Und nimmt jeden Treffer in Kauf. So, wo springt er hin? Viel hat er nicht mehr, dann ist er auch hin. Und zwar hinüber. Umhang! Umhang, Umhang, Umhang. Sehr schön. Umhang, Helm 10, genauso wie ich. Na gut, dann würde ich sagen, mach es mal. Mal schauen.